Georg Winkler mein Name. Ich bin Religionslehrer und Schulseelsorger. Ja, das bin ich ja. Ich bin irgendwann, also in der Jugendzeit, draufgekommen, dass wir, wir sind von der Schule aus einmal nach TC gefahren. Und das hat mich sehr begeistert. Und da habe ich einfach für mich selber gespürt, dass die Botschaft einfach für mich Sinn macht in meinem Leben. Ja. Und ich habe nebenbei mit Jugendlichen und Kindern immer schon was zu sagen gehabt über die Jungschau. Das habe ich einfach gern gemacht. Und insofern hat sich das dann eigentlich ganz gut so ergeben. Was mir am meisten Spaß macht, ist, dass ich mit jungen Menschen zu tun habe. Ja? Und dass ich mit jungen Menschen so zu tun habe, dass ich für mich wirklich das Gefühl habe, ich kann ihnen auch was mitgeben. Es gibt wahnsinnig viel Wissen heutzutage, was man nicht alles tun kann, wie man die Dinge tun kann. Aber was mir wichtig ist im Leben, was meinem Leben eine Richtung geben kann, wie ich mein Leben gut gestalten kann, da hoffe ich, dass ich den Religion was mitgeben kann. Das wird das. Und zwar, das schaut jetzt ein bisschen altfahrerisch aus, ja, fast wie die Flammen beim Pfingstereignis oder so. Aber das ist nicht, ja, ein bisschen trifft es das schon. Also ich habe mich für die Flamme entschieden, weil ich dafür brenne. Weil das was ist, was ich wirklich als Leidenschaft mache. Und zwar sowohl von der Sache her, ja, als auch für die Personen, mit denen ich jetzt noch habe. Ja. Ja, da geht es mir nicht darum, dass ich wem was aufs Auge drücke oder sonst irgendwie, aber dass ich wem sagen kann, die Botschaft dessen, dass jeder Mensch von Gott geliebt wird und so wie er ist, angenommen wird, ja, die ist nicht altvaterisch. Ja, die ist ganz, ganz wichtig heutzutage und das soll jeder spüren können. Und für das brenne ich. das ist für mich nicht ganz so easy, weil ich bin einer von diesen schrägen Typen, der in der Vorzeit ist. Ich glaube, sein Status war halt für die jederzeit. Was sie wahrscheinlich schätzen werden, ist, dass bei mir im Unterricht essen und trinken dürfen. Ja? Aber ich hoffe, es ist nicht nur das. Was mir wichtig ist, neben dem, was ich fachlich unterrichte und was sie, glaube ich, schon schätzen, ist, dass ich schon schaue, wie es ihnen geht. Wie es ihnen gerade geht, ob gerade viel los ist in der Schule, ob es für ihn daheim wo zwickt. Und dass das auch Berücksichtigung findet. Ja. Also, sozusagen quasi die Einstellung, hey, das ist der Job, du bist jetzt da, du musst jetzt deine Leistung bringen. Sorry, nein. Natürlich muss man was kennen, Religion, keine Frage. Aber es sitzen lauter Menschen da. Ja. Und das muss man sehen. Ja. Und das ist mir wichtig und ich hoffe und ich glaube, das geschmiert schon. Mach's wie wir und studiere Religion, weil das ist was, wo es ums Leben geht.